Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Generation Maschinebox von Prototyp. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Generation Maschine von Prototyp, das Ganze am 8. Februar 2019 erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir haben hier eine Box in gelber Farbe. Hier mittig vorne drauf haben wir einen Prototyp, also sieht so ein bisschen nach Cyborg aus, wie so Terminator oder so. Darunter dann diverse Hände, beziehungsweise ja eine Hand, zwei Hände, die hier nach ihm greifen. Sieht ziemlich wild aus, die Szenen, so nach Kampfgeschehen. Unten das Ganze schwarz bzw. dunkelbraun. Auf der rechten Seite hier dieser Farbverlauf von Boden in dieses Gelbe, oben nur Gelb. Links der Farbverlauf inklusive des Albumtitels Generation Maschine. Wobei man sagen muss, dass das A hier zu einer 8 geworden ist, also Generation Maschine. Und dann haben wir hier auch noch die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze kommt in einer regulären Clubbox, geht dann hier auf der Seite auf und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir hier ein Bandana, eine Fahne und zwei Sticker bzw. ein Sticker und mehr oder weniger eine Autogrammkarte, wenn ich das richtig deute, von innen die Box glatt weiß. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie eingeschweißt sind, werden wir die mal einzeln hier rausholen. So, hier haben wir einmal die Fahne. Dann haben wir ein Halstuch, ein Bandana. Und natürlich das Album an sich. Müssen wir mal schauen, wo wir das hier am besten einschneiden. Jawohl. So. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Die Farbe, wie auch schon auf der Box, dieses Gelb. Was man allerdings sagen muss, dass das Cover sehr, sehr minimalistisch gehalten ist. Also wir haben hier wirklich nur den Albumtitel aufgedruckt, Generation Maschine. Auf der Seite haben wir nichts, hier haben wir nur diesen gelb-braunen Farbverlauf, aber keinen Schriftzug, keine Worte hier aufgedruckt. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Escobar und Emer. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, ja genau, hier haben wir noch ein Feature von Mi Fix. Ansonsten allesamt Solo-Tracks, 15 Tracks an der Zahl. Credits hier wieder und oben links gibt es dann den Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Das hätte ich zum Beispiel eher als Cover erwartet, als das hier. Also hier wieder dieser Cyborg. Werfen mal einen Blick in das Booklet, welches auch sehr dünn scheint. Und zwar haben wir hier die Credits zum Album. Ja, hier lesen wir es auch nochmal. Die Feature-Gäste hier sind drei Stück. Escobar, Emer und Mi Fix. So sieht das aus. Dann haben wir hier rechts noch eine Danksagung. Und diese Cyborgs, zumindest zur Hälfte hier abgedruckt. Und ich würde das mal als Wendecover verstehen. Gefällt mir, um ehrlich zu sein, deutlich besser. Hier haben wir dann auch noch einen Verbraucherhinweis. Also ich werde das Ganze jetzt dann so reinmachen, dass wir das entsprechend dann so haben. Ja, das ist für mich deutlich schöner. Dann haben wir die CD. Hier haben wir dann auch wieder diesen Prototypen, diesen Cyborg abgebildet. So sieht das aus. Und dahinter dann wieder Generation Maschine zu lesen. Dann haben wir mit dabei einen Sticker, so sieht er aus, Generation Maschine,
Also von der Box wurde das als Autoaufkleber beschrieben. Ist ja ein regulärer Sticker im Querformat. Dann haben wir das hier. Das ist so ein Zwischending. Also es ist kein Sticker, es ist mehr so Karton, aber es ist auch ziemlich leicht biegsam und eher dünn. Also es ist so ein Zwischending zwischen Sticker und Autogrammkarte, sage ich mal. Wir haben hier mit schwarzem Edding eine Unterschrift, also hier scheinbar das P von Prototyp. So sieht das aus, beidseitig bedruckt, aber wirklich nur eine Seite hier unterschrieben. Dann haben wir mit dabei Sachen aus Stoff. Und zwar haben wir hier einmal eine Generation Maschine Fahne. Erinnert mich rein vom Design her ein bisschen an Jamaika, beziehungsweise den amerikanischen Bürgerkrieg. Hier lesen wir natürlich auch wieder den Albumtitel. Das Ganze in Rot, Gelb und Schwarz designt. Einseitig bedruckt. Wir haben hier keinen Zettel, der uns irgendwie Aufschluss gibt, was das für ein Material ist. Aber ja, ist laut Beschreibung ein Bandana. Entschuldigung. Und dann haben wir hier noch eine Fahne. Und diese ist auch wieder in diesem Design. Rot, Gelb und Schwarz mit dem großen Schriftzug in der Mitte. Und wir haben hier, wie es sich für eine Fahne gehört, sowohl auf der linken Seite zwei Stück, als auch auf der rechten Seite zwei Stück von diesen goldenen Ösen hier. Also hier die Ecken jeweils Metall verstärkt. Bedeutet, hier kann man dann entsprechend eine Schnur, ein Seil durchführen, um das Ganze dann wirklich auch als Fahne verwenden zu können. Rückseite sieht so aus und ich schaue jetzt mal, aber ich befürchte, ja, auch auf dieser Fahne haben wir keinen Zettel, der uns irgendwie Aufschluss gibt über das Material oder über das Ursprungsland. Aber ja, ist in diesem Fall so. So. Das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, dann dieses Tuch hier, dieses Bandana, der unterschriebene Sticker, beziehungsweise ja, dieses unterschriebene Kärtchen hier, der Sticker im Querformat und natürlich das Album an sich inklusive 15 Tracks. Das alles in dieser Box Generation Maschine von Prototyp. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prototyp unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.